Hallo, ich bin der Velja aus der Nina Velja's Kitchen hier in Weiden und für dich heute machen wir ein Wildpilz-Risotto. Für diese Risotto wir brauchen ein richtig gutes Gemüsebrühe und es geht so. Heute wir haben frische gesammelte Pilze vom Wald. Die war gesammelt bei meinem Schwiegerpapa. Wieso er macht das richtig gerne und gut. Und dann haben wir welche Morone, Radkappen, Pfifferlingen. Ja, wir kann machen das mit allen. Verschiedene Pilze kann man benutzen. Braun Champignons. Und auf jeden Fall, was wir benutzen auch, wir benutzen ein bisschen getrocknete Pilze. Das ist Steinpilze. Und ein Champignons, das wir trocknen hier im Restaurant. Unsere getrocknete Pizza rein in ganz heiße Brühe jetzt. So das Brühe gibt alle Geschmack. Trockene Pilze, die war in Brühe, benutzen wir das auf jeden Fall, dass wir richtig, richtig viel Geschmack bringen auch. Die sind jetzt schon weich. Kann man da noch durchhacken, aber ein bisschen Textur. Ich mag immer einfach nur ein bisschen jetzt da rein. Was wir wollen jetzt, wir wollen einfach diese schon braten. Weiß ich, das Loch jetzt, der Loch ist ganz, ganz flüssig jetzt, ja? Aber wirst du sehen jetzt, ja? Schau mal, das ziehen noch, ja? Schau mal. Und das wird perfekt konsistent. So, jetzt machen wir diese Pfifferling-Tempura für die Crunchy-Element. Einfach ein langsam gekochtes Eigelb machen auch. Und das gibt eine cremige, richtig schöne Textur und Geschmack auch. Hier haben wir unsere Sous-Vide-Maschine abgesetzt auf 68 Grad. Tun wir unsere Risotto auf den Teller. Guten Appetit.